Wir sind nicht wie sie. Wundervoll, okay. Ich finde es sehr schön. Okay, warum? Immer warum. Traurig, wie intolerant die sind. Sorry, gibt ja Leute, die haben das veranlasst, dass es aufgehangen wird von nicht-muslimischer Seite. Das haben wir nicht Muslime aufgehangen. Haben Muslime das gefordert? Nein. Haben Muslime die aufgehangen? Nein. Nee. Das sind Nicht-Muslime, die es aufgehangen haben und Nicht-Muslime, die sich dafür eingesetzt haben. So. Und die Muslime sind nicht nach Frankfurt zur Stadt gegangen und haben gesagt, hey, Stadt Frankfurt, wir wollen auch Beleuchtung haben. Wir haben ja nicht gesagt. So, weil so stellen sich das ja einige vor. Es gibt ja keine Forderung der Muslime, so dass das gemacht wurde. Das heißt, man kann nicht sagen, wie intolerant die sind. Das hört sich so an, als wenn alle Deutschen intolerant sind. Sondern man kann höchstens sagen, wie intolerant die Leute sind, die jetzt daraus ein großes Thema machen, als wenn das was wäre. Also warum... So, nennt mir hier nicht solche Namen, sonst fliegt ihr sofort raus. Wenn die es nicht gemacht hätten, die Stress mit dir? Kapier ich nicht. Ich nichts verstehen. Leute, mach hier keine Werbung für irgendwelche Freaks. Das sind sowieso Leute, die nur ein Thema kennen. So, tschüss. Reden wir über ein anderes Thema. So. Du kannst gehen. Sag mal, wie ihr es findet und warum. Bin ehrlich. Entweder Beleuchtung für alle Religionen oder nicht. Für alle Religionen oder nicht? Also, wie viele Religionsgemeinschaften gibt es? Wie viele Feste gibt es? Das heißt, was ist denn die sichtbarste Religion in Frankfurt? Christentum und Islam. Das heißt, wenn ich jetzt für jede Religion irgendeine Beleuchtung mache, weiß ich, ob das Sinn ergibt. Es ist ja logisch, dass man für die größten Religionsgemeinschaften eine Beleuchtung macht. Okay. Alles gut machen wegen Gaza, so siehst du das. Hm? Könnte sein. Bürger, die belohnen, die es gemacht haben und es erlaubt haben. Ja. Finde es eine schöne Aktion am Ramadan, auch die Anerkennung an uns. Ja. Im Allgemeinen, wir als Muslime, oder ich glaube, den meisten Muslimen geht das so, dass wir dadurch so das Gefühl haben, in der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Ja? Aber haben wir das gefordert? Nein, wir haben das nicht gefordert. Und ich denke, dass das auch die Intention dahinter ist. Die Intention dahinter ist Muslimen, die eventuell wegen Gaza sauer sind oder Muslime, die wegen anderen Diskriminierungen sauer sind oder auch radikalen Gruppierungen so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Weil jemand, der gegen Deutschland hetzt, wird man dann natürlich sagen, hier, guck mal hier, es gibt sogar eine Ramadan-Beleuchtung. Ja? So. Und ich glaube, dass, wie gesagt, man kann sich eine gute Intention dahinter vorstellen, nur man hat es wirklich eine gute Wirkung. Ja? Hat das wirklich eine gute Wirkung? Und ich spiele euch mal hier einige Beiträge aus den Medien vor, die über diese Sache gekommen sind, ja, damit man sich selber ein Bild macht. In jedem Beitrag in den Medien wird erwähnt, diese Beleuchtung kostet den Steuerzahler 90.000 Euro. Habt ihr jemals gehört, dass über einen Weihnachtsschmuck oder Silvesterleuchte erwähnt wurde, wie teuer das ist? Das heißt, indirekt wird das von den Medien wieder so ausgeschlachtet wie für den typischen AfD-Wähler, ja, die Muslime, nur weil die hier fordern und die kriegen alles. Und die 90.000 müssen wir jetzt hier bezahlen. Versteht ihr, das ist so diese Wirkung, die dadurch entsteht. 90.000 Euro dafür. Was ist mit uns? Wir dürfen kein Weihnachten mehr feiern. Weil so denken die ja. Die denken ja, sie dürfen kein Weihnachten mehr feiern. Überall gibt es Weihnachtsschmuck und alles mögliche. Aber die dürfen ja kein Weihnachten mehr feiern. Kein Muslim hat gesagt, ich frage diese Leute immer, letztens kam mir einer auch auf die Seite, ja, da meinte er,
Übrigens, liked den Beitrag, teilt den Beitrag, damit wir so viele wie möglich erreichen. Letztens kam mir jemand auf die Seite und was hat er erzählt? Ja, wir dürfen kein Weihnachten mehr feiern. Ich habe gesagt, ist schon mal ein Muslim bei dir in den Vorgarten gegangen und hat den Weihnachtsbaum angebrannt oder was? Oder den Weihnachtsschmuck kaputt? Wenn wir nicht mitmachen an etwas, heißt das nicht, dass wir euch daran hindern. Wir überzeugen jemanden vom Islam. Das ist unser Recht in diesem Land. Aber kein Muslim hat gesagt, ich fühle mich beleidigt, wenn du einen Weihnachtsbaum im Garten aufstellst. Weil das ist das, was dargestellt wird. Ja, wegen den Muslimen heißt jetzt nicht mehr Weihnachtsmarkt, sondern Wintermarkt. Kein Muslim hat jemals gefordert, Weihnachtsmarkt, ich will ja mal, dass der Wintermarkt genannt wird. Verstehst du, das ist sowas von hohl. Da kommen Themen auf, die der absolute Wahnsinn sind. Keinen Muslim interessiert das, ob du es Weihnachtsmarkt oder Wintermarkt nennst. Aber das ist so das typische Gedöns, womit man diesen AfD-Wähler auffällt. Hier, schau mal da, die Muslime. So, haben wir hier. Erste Artikel hier. Nur bei Picknick Spaß. Oh, immer die Mucke hier, die geht mir so auf die Nerven hier bei dem YouTube-Gedöns. Ramadan ist angebrochen und ja, ganz für gewöhnlich bekommt man davon als Nicht-Muslim kaum etwas mit. Anders aber in diesem Jahr in Frankfurt am Main. Die Stadt hat nämlich als erste in Deutschland eine feierliche Straßenbeleuchtung in der Fressgasse aufgehängt. Die Kosten dafür, die kommen aus dem Frankfurter Haushalt, also vom Steuerzahler. Die Kritik, die ließ nicht lang. Guck mal, genau das, womit man den Steuerzahler erwischt. Guck mal, der dritte Satz oder so. Ja, also als Nichtbürger kriegt man noch nichts mit. Die Kosten kommen vom Steuerzahler. Was kann ich dafür? Habe ich gesagt, mach eine Beleuchtung? Hat der Prophet Frieden und Segen mit ihm gesagt, ihr müsst die Straßen beleuchten mit Halbmond und Sterne? Übrigens, der Halbmond ist auch kein Symbol des Islams. Nur mal so nebenbei, der Prophet hatte keinen Halbmond auf seiner Flagge gehabt. Sondern Layla illallah Muhammad Rasulullah. Nur mal so nebenbei. Okay, weiter. Mit 19 Minuten Verspätung erleuchten in der Frankfurter Fußgängerzone Fressgasse Sterne und Halbmonde. Als erste Stadt in Deutschland begeht Frankfurt somit den Ramadan mit einer feierlichen Straßenbeleuchtung. 120.000 Muslimen leben im Frieden seit Jahren hier. Und ich glaube, das ist wichtig, dass diese Zeichen etwas Positives sehen und das Kritische hinter uns zu lassen. Und heute sehen sie, dass Resonanz sehr groß war. Ja, übrigens, diese Politiker von den Grünen, Toleranz, wie heißt er noch hier? Ich habe den Namen vergessen, ist ja auch real. Auf jeden Fall damals, als wir eine Kundgebung gemacht haben in Frankfurt, Islam gegen Rassismus, hat sie gesagt, mit Radikalen sprechen wir nicht. Wäre vielleicht besser gewesen, wenn man mit Radikalen sprechen würde. Betonte die Frankfurter Bürgermeisterin, dass diese Aktion ein Zeichen gegen Antisemitismus sei. Doch genau vor dem Anknipsen der Ramadan-Lichter gleich zwei Eklats. Ein Islamkritiker. Oh, gleich vor dem Ramadan-Lichtern zwei Eklats. Was passiert? Was ist da jetzt passiert? Was könnten diese Eklats sein? Das ist immer so dieses Vorwort, dann ist gar nichts passiert. Okay, was ist denn passiert? Selbst mit Migrationshintergrund wurde von Dutzenden Moslems umkreist und verspottet. Also ein Islamkritiker selbst, das ist sehr wichtig zu erwähnen, mit Migrationshintergrund wurde von Moslems umkreist und verspottet. Ich sehe hier nur jemanden, der hier provozieren will. Der sich ein Schild genommen hat, ja. Aber guck mal, wenn die Muslime doch so schlimm gewesen wären, dann hätten sie doch diesen Islamkritiker mit was weiß ich hier, Migrationshintergrund in den Boden gestampft. Aber ist doch nicht passiert. Ist doch friedlich. Aber er wurde verspottet. Ja, was wurde denn genau gesagt über ihn? Also das heißt schon mal, man hat nichts Konkretes gegen ihn, dass man sagen könnte, die Muslime haben dieses oder jenes Wort. Weil wäre da was Schlimmes gewesen, die stehen ja dort mit den Medien, wäre da irgendwas Schlimmes gewesen, hätte da auch nur einer gesagt, ey Mann, ich deine Mutter, bla bla bla, hätten die das ja direkt auf Video gehabt, haben sie aber nicht. Das heißt, die Muslime haben sich, er wurde verspottet hier. Und wie ich die Gesichter hier sehe, die eine Frau hier mit Hijab, die ist so am Lachen, ist verspottet. Die Bösen! Die Bösen! Ja.
Wenn so mal die Linken auf die Rechten reagieren würden oder die Rechten auf die Linken, auch da wäre man. Oder die Fans von Waldhof Mannheim auf die Fans von Kaiserslautern. Mensch, da wäre. Die Muslime haben sich wieder früher freuen. Da ist einer, der Theater macht. Hey, der Islam, was steht hier auf dem Kühlschrank gucken? Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Ja, das heißt, da wird jetzt eine Ramadan-Bedeutung oder da haben sie extra so einen Typen, der gehört nicht zu Deutschland. Dies ist das Land von Martin Luther, der sein Leben aufs Spiel gestellt hat für Glaubensfreiheit. Hat sein Leben, was ist das für ein Laberback? Martin Luther hat nicht sein Leben aufs Spiel gesetzt für Glaubensfreiheit. Was das für eine dumme Quatscherei ist. Martin Luther hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um zu sagen, dass die katholische Lehre eine Irrlehre ist. Nicht für Glaubensfreiheit. Für Glaubensfreiheit hätte er gesagt, ja, ihr könnt glauben, was ihr will. Er hat angeheftet, hat gesagt, der Papst ist der Antichrist. Guck mal hier, was das für ein Unwissender ist. Für die Folgen der Islamisierung tragen die Politiker ihre Verantwortung. Ja, das ist es ja gerade. Das ist. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Bruder. Ich mache hier weiter, ne, inshallah. Hier ist der Honigbär. Da könnt ihr Honig kaufen. Pass auf, hör mir zu jetzt hier. Pass auf, weiter im Text. Wie geht's dir? Alles klar? Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Damit ich den Faden nicht verliere, hier. Für die Folgen und like den Beitrag, teilt den weiter. Für die Folgen der Islamisierung tragen die Politiker die Verantwortung. Guck mal, nochmal, was wollten die Politiker damit erreichen? Die Politiker haben sich gedacht, guck mal, wir machen ein Zeichen für die Muslime, dann fühlen sich die Muslime wohler in Deutschland. Wenn sich Muslime wohler in Deutschland finden, kann man auch gegen radikale Kräfte wirken. Das ist ihr Gedanke dahinter. So jetzt. Außerdem, zwei junge Frauen hielten selbstgemalte anti-israelische Plakate hoch. Und auch Tage. Oh! Zwei, Moment. Vor dem Aufhängen des umkreist und verspottet. Außerdem, zwei junge Frauen hielten selbstgemalte anti-israelische. Oh. Zwei junge Frauen, übrigens ohne Kopftuch, hielten anti-israelische Plakate hoch. Anti-israelische Plakate. Was steht denn auf den Plakaten? Weil der Otto Normalverbraucher, das wird ja nur kurz eingeblendet. Boah, Anti, guck mal hier. Wir geben den Leuchten und dafür werden dann die selbst ihre eigenen Leute verspottet. Und hier, anti-israelische, was steht denn hier? Hier steht, stopp den Genozid in Gaza. Es gibt Regierungen, die gegen Israel vorgehen, wie Südafrika, und von einem Völkermord sprechen. Wo ist die Demokratie? Wo ist die Demokratie in den deutschen Medien, bei Weltnachrichten? Danke Frankfurt, aber stopp Genozid in Gaza. Anti von anti-israelisch ist hier gar nichts zu sehen. Sondern hier ist Anti-Völkermord zu sehen. So, weiter im Text. Plakate hoch. Und auch Tage vor dem Aufhängen der Lichter gab es von den Frankfurtern Bedenken an der Aktion. Oh ja. Wir hatten ja Weihnachten. Oh ja, und Tage vorher gab es von den Frankfurtern Bedenken an der Aktion. Gucken wir mal, was gab es denn für Bedenken? Fest, das heißt jetzt Seasons Greeting. Und da finde ich es fast ein bisschen merkwürdig, dass wir jetzt Ramadan und Hanukkah feiern, aber kein Weihnachten mehr. Ach, in Deutschland wird kein Weihnachten mehr gefeiert? Krass. Guck mal, haben die alle Verfolgungswahn oder was? Habt ihr gesehen, dass kein Weihnachten mehr gefeiert wird? Selbst der größte Atheist hat einen Weihnachtsbaum im Garten stehen. Ich würde es nicht als sinnvolle Integrationsmaßnahmen bezeichnen, weil die andere Seite reagiert. Warte. Also, das ist keine sinnvolle Integrationsmaßnahme. Jetzt kommt die Begründung. Jetzt sind wir gespannt auf die Begründung. Like den Beitrag, teilt den weiter und macht das Plus weg. Fremdlich drauf. Die Lichter bleiben jedenfalls bis zum Ende. Nee, also weil die andere Seite, ja, was ist denn die andere Seite? Befremdlich drauf reagiert. Okay. Habt ihr es kapiert? Na gut. Hauptsache ich habe. Ungefähr so wie die christlichen Missionare. Hauptsache, ich habe was gesagt. Siehst du, ich habe dir doch eine Antwort gegeben. Die Beleuchtung kostete übrigens zwischen 50 bis 100.000 Euro und wurde von der Stadt. Oh,
die Beleuchtung kostet zwischen 50 und 100.000 Euro. Ja, habe ich auch gesehen, Bruder. Hier, zwischen 50 und 100.000. Also, die Flasche Cola kostete zwischen 5 und 10 Euro. Das ist ja ein großer Unterschied. Zwischen 50 und 100.000. Okay, weiter im Text. Komplett finanziert. Im Vergleich, die vorweihnachtliche Beleuchtung in Frankfurt wird von der Geschäftswelt bezahlt. Im Vergleich, die vorläufige Beleuchtung wird von der Geschäftswelt bezahlt. Ja, warum wird, ja, wenn die das, weil die Muslime können ja gar nichts aufhängen. Es muss ja von der Stadt gemacht werden. Und nochmal, wir Muslime haben nicht darum gebeten. Wir werden jetzt hier wieder als die Buhmänner aufgezählt, weil 50 bis 100.000 Euro ausgegeben werden. Kein Muslim ist zur Stadt gegangen. Wir wollen auch Ramadan-Beleuchtung haben. So, ihr bitteschön. Weiter. Ja, diskutieren wir über dieses umstrittene Thema, ja. Diese Moderatorin, die ist so grauenhaft. Unglaublich. Grauenhaft. Land, Kirche und Staat sind da streng getrennt. Wir haben also, wir leben ja in Deutschland. Kirche und Staat sind streng getrennt. Guck mal, was wurde ich hier angegriffen, als ich gesagt habe, Deutschland ist kein christliches Land? Hier, bitteschön. Da sagt es einer von euch hier, bitteschön. Kirche und Staat sind streng getrennt. Also leuchtet Ihnen ein, warum man jetzt diese Beleuchtung von der Stadt Frankfurt bezahlen muss für den Ramadan? Leuchtet Ihnen ein, warum man das jetzt bezahlen muss von der Stadt? Mal gucken, was er jetzt zu sagen hat. Die Begründung zur Kenntnis, es soll ein Zeichen gegen Rassismus sein, der Integration, für die Integration gut sein. Aber das ist eben gerade das Problem, nicht, dass uns der große Zeigefinger damit gereicht. Also, es soll für Integration sein. Ja, Integration, liebe Damen und Herren, ist ein Geben und Nehmen. Und indem man den Muslimen zeigt, und übrigens, ich hätte diese Beleuchtung nicht aufgehangen. Der Prophet hat keine Beleuchtung aufgehangen zu Ramadan. Die haben keine Lampen aufgehangen und so weiter und so fort. Ja, ich sage nicht, dass er eine Bida, nicht, dass man mich falsch versteht, ja, aber ich hätte die 90.000 Euro für was Besseres oder die 50.000 Euro oder wie viel das jetzt waren, hätte ich was Besseres ausgegeben. Okay, und ich hätte das auch nicht gefordert. Ich finde, es gibt viel wichtigere Sachen, nämlich, dass Lehrer nicht in allen Fällen, in vielen Fällen den Kindern in der Schule auf die Nerven gehen und sie dazu nötigen wollen, nicht zu fasten. Beispielsweise, das sind ganz viel wichtigere Themen für uns. Aber jetzt, was labert er denn jetzt hier? Und ja, sozusagen der Mehrheitsbevölkerung suggeriert wird, sie sei gar nicht tolerant. Das kann ich nicht bestätigen. Ich glaube, dass die Mehrheit der Deutschen sehr tolerant gegenüber dem Islam ist, aber natürlich auch verunsichert, weil es ja islamistische Strömungen gibt, die durchaus auch gefährlich sein können. Und weil der Einfluss aus dem Ausland auf die islamischen... Was hat das mit der Beleuchtung zu tun? Das ist wieder einfach nur irgendwas labern. Ja, und es gibt ja Einfluss aus dem Ausland und Integration, ja, okay. Aber man suggeriert ja damit, dass man nicht tolerant ist. Dabei sind ja nicht alle nicht intolerant. Nee, das hat ja auch keiner gesagt. Das kann ja auch nicht sein, wenn es so eine Beleuchtung gibt. In Deutschland sehr groß ist, zum Beispiel des türkischen Staates oder auch des iranischen Staates. Und ich glaube, das ist es, was die Menschen verunsichert. Oh, der iranische Staat hat ja so einen Einfluss hier in Deutschland. Mann. Bruder, ja. Weißt du, was ich denke? Diese Ramadan-Beleuchtung hat jetzt nichts leicht Fröhliches, sondern es hat gleich etwas Provozierendes bekommen dadurch. Es hat gleich etwas Provozierendes durch euer dummes Gelaber bekommen. Ansonsten ist es überhaupt nichts leicht Provozierendes. Aber Bruder, leicht Provozierendes bekommen durch eures dummes Gelaber. Das ist sehr unglücklich. Nun war ja auch eine Begründung, Sie haben den Rassismus, Hetze als Zeichen dagegen gerade schon angesprochen. Nun war auch eine der Begründungen von den Frankfurter Bürgermeisterinnen, dass man auch sagt, man will ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen. Nun natürlich sehr misslich, dass gerade auch... Gegen Antisemitismus setzen? Nicht gegen Antisemitismus, sondern gegen Antisemitismus setzen. Zur Eröffnung dieser Beleuchtung dann zwei junge Frauen mit anti-israelischen Plakaten da waren. Also auch das in diesen Zeiten ja ein schwieriges Zeichen. Also nochmal, das waren keine anti-israelische. Das ist Meinungsfreiheit. Frau, was weiß ich, wie du heißt. Das ist Meinungsfreiheit.
Falls man das noch nicht weiß, was Meinungsfreiheit ist, brauchen Sie einen Nachhilfekurs im Grundgesetz. Wie eine ganz üble Pointe gewesen. Und übrigens, an der Politik von Benjamin Netanyahu, Ihr Meinungsverdreher, so etwas zu kritisieren, hat nichts mit Antisemitismus zu tun. Es auch noch Ausschreitungen gegen Juden gegeben hat oder eine Bedrohung von Juden. Was sie erreichen... Was hat, das ist es ja gerade, was hat die Beleuchtung mit Ausschreitungen gegen Juden zu tun? Da kommen wir demnächst ja, da gab es ja einen Afghanen, der hat eine Deutsche vergewaltigt oder wie. Was hat das mit einer Ramadan-Beleuchtung mit den Muslimen in Deutschland zu tun? Aber wenn irgendein deutscher Kinderschändering auf dem Campingplatz in Bergisch Gladbach aufgedeckt wird, hat nichts mit dem Christentum zu tun. Aber hier kommt man jetzt mit irgendwelchen Proleten aus muslimischen Elternhaus, die irgendwie, ich mache, und das ist dann Islam. Boah, ey, so eine Meinungsmache hier. Wie jetzt den Ramadan feiern wollen, sollen wir ihn feiern? Da gibt es übrigens auch die Ramadan-Laterne, die in die Fenster gestellt wird und bei den Muslimen zu Hause wird gefeiert. Wenn wir sagen, wir müssen jetzt auch eine Festbeleuchtung aufhängen für dieses Fest, übrigens mit stark religiösen Symbolen, nämlich dem Halbmond, während die christliche Weihnachtsbeleuchtung nicht mit Kreuzen daherkommt, sondern... Während die christliche Weihnachtsbeleuchtung nicht mit Kreuzen daherkommt. Erstmal, der Halbmond ist kein islamisches Zeichen. Nummer eins. Nummer zwei, er will hier erzählen, es gibt keine Kreuze. Ich habe hier an jeder Ecke Kreuze. Und außerdem, wofür steht denn der Weihnachtsbaum? Der Weihnachtsbaum steht für das Christentum, auch wenn es ursprünglich kein christliches Zeichen ist, sondern ein heidnisches Zeichen. Mit Sternen und Lichtern. Wenn wir also sagen, wir müssen für die Muslime so etwas etablieren, um die Integration zu steigern, ja, dann müssen wir es ja auch für andere Religionsgemeinschaften tun. Es gibt sehr viele Feste. Dann müssen wir es ja auch für andere Religionsgemeinschaften tun. Es ist ja wohl logisch, dass... Wenn, wie die Bürgermeister eben gesagt hat, in Frankfurt 150.000 Muslime leben, so einen großen Anteil machen. Welche andere Religionsgemeinschaft hat denn dort 150.000 Menschen? Welche? Die Juden? Da gibt es wahrscheinlich keine 10.000 in Frankfurt. Das chinesische Neujahrsfest gibt es, das kurdische Neujahrsfest. Die Iraner haben sehr viele Feste, die sie feiern. Übrigens auch alle jüdischen Feste müssten wir dann bedenken. Wir haben 150 Nationen, die in Deutschland leben. Und wir noch haben sehr, mal. Sehr viele Religionen. Und nochmal, wir haben dazu nicht aufgerufen, eine Ramadan-Beleuchtung zu machen. Nur nochmal so nebenbei. Ja? Wir Muslime haben das nicht gefordert. Nur damit man nochmal genau Bescheid weiß. Damit hier nicht die Fakten verdreht werden. Es ist einfach die Frage, warum musste es jetzt gerade der Islam sein, der bevorzugt wird durch eine noch durch die öffentliche Hand? Ja, also da bevorzugen wir die sogar noch. Ja, ganz einfach, ganz einfach. Das hat sie ja schon erklärt, weil dort in Frankfurt 150.000 Muslime leben. Ja, und man damit eine Geste, eine freundliche Geste zeigen will. Wo ist das Problem dabei? Wie gesagt, wir Muslime haben es nicht gefordert, aber es ist eine freundliche Geste. Und natürlich ist es ein Geben und Nehmen in der Integration, wo sich dann viele Muslime auch in Deutschland wohlfühlen, wo diese Leute sich sagen, guck mal, viele Muslime verhalten sich vielleicht auch falsch, weil sie sich nicht wohlfühlen. Mit so einer Geste zeigen wir denen, schau mal hier, wir sind nicht gegen euch, etc., etc. So. War ja, dass 15% Muslime in Frankfurt leben würden, reicht in Ihren Augen aber nicht. Kann ich ja sagen, dass in anderen Vierteln, vielleicht hier zum Beispiel in Berlin, gibt es einen Bereich in Kreuzberg, der hat fast die Hälfte Kurden. Dann sage ich, dann muss ich ja diese Straßen jetzt zum kurdischen Neujahrsfest beleuchten. Dann kann es geht ja um die ganze Stadt. Und außerdem wurde ja die Neujahrsbeleuchtung nicht in einem muslimischen Viertel gemacht, sondern mitten in der Stadt. Sagen, in Chinatown in London gibt es nur noch Beleuchtung zum chinesischen Neujahrsfest. Also ich wiederhole mich jetzt ein bisschen, aber man muss dann auch konsequent sein. Und über allem steht doch, dass wir ein christliches Land sind und dass sozusagen die christliche... Guck mal, habt ihr es gehört? Eben sagt die noch, Religion und Staat sind streng getrennt. Selbst sagt er, wir sind ein christliches Land. Traditionen im Vordergrund stehen, was noch gar nicht heißt, dass wir andere deswegen benachteiligen. Das ist doch gar nicht der Punkt, sondern dass die christliche Religion natürlich im Vordergrund steht mit ihren Traditionen. Und übrigens haben wir gerade Passionszeit. Da gibt es doch überhaupt gar keinen Zweifel.
dass das hier in Deutschland eine christliche Religion, wie viele Weihnachtsbäume sieht man, wie viele Ramadan-Schmuck. Junge, Junge, Also die Zeit die haben vor alle so Ostern, dem höchsten Paranoia. christlichen Fest, wo wir sowieso gar keine Beleuchtung installieren. Also das kommt ja auch noch dazu. Also passt nicht so richtig zusammen, aber auf Ja, den Punkt das sehe ist ich ja eigentlich euer auch. Problem, wenn ihr keine Erleuchtung. Das ist ja nicht unser Problem. Ich noch mal eingehen, denn wir erinnern uns ja in den letzten Guck Jahren, mal, wir haben ja die immer. machen eine Beleuchtung bei Ramadan und dann machen sie indirekt, ohne es genau mit Worten zu sagen, uns dafür verantwortlich zum Boomer. Die Muslime jetzt nicht schlimmer. Was meinst du, wie die ganzen AfD-Typen jetzt darüber am Reden sind? Ja, aber bei Ostern gibt es ja kein Ding. Ja, dann verkleide dich doch als Osterhase, Mann. Wieder Diskussion, auch im Beitrag hat gerade eine Passantin gesagt, ja, wir dürfen ja auch nicht mehr Weihnachten sagen. Wir haben Weihnachtsmärkte, die in Wintermärkten. Ja, Weihnachtsmärkte, die im Wintermärkte, das ist doch euer Problem. Hat irgendein Muslim gesagt, wir sollen Weihnachtsmärkte nicht mehr Weihnachtsmärkte nennen? Was interessiert mich dein Weihnachtsmarkt? Umbenannt werden. St. Martin heißt Lichterfest, also bewegen wir uns St. dann Martin heißt gleich Lichterfest, wer hat das denn auf umbenannt? Wir oder ihr? Das ist doch euer Problem. Bei mir, bei uns hier heißt St. Martin immer noch St. und Martin. auch der Abstand zwischen der Mehrheitsbevölkerung und eben den oberen entscheidenden Schichten wird dann immer größer. Diese Passantin hat es ja ganz gut formuliert. Es stimmt natürlich nicht, dass wir nicht mehr Weihnachtsmärkte sagen dürfen. Natürlich dürfen wir das, aber wir beobachten ja. Aha. Guck mal, aber warum sagt die, also er sagt ja, stimmt ja nicht, dass wir nicht wieder Weihnachtsmarkt sagen. Ja, toll. Ja, warum sagt die Moderatorin das denn dann? Also man darf es doch sagen. Was heißt das denn jetzt? Das heißt, warum hat die denn das Gefühl, man darf das nicht sagen? Das ist diese Propaganda im Netz. Deswegen müsst ihr mitmachen. Leute, guck mal, deswegen habt ihr gemerkt, was ich jetzt immer poste? Immer irgendwelche kriminellen Taten, dann wieder ein Einzelfall. Genauso arbeiten diese rechten Seiten. Ihr müsst das direkt verbreiten. Schon wieder ein Einzelfall. Ein Deutscher hat das und das gemacht. Genauso, irgendwo riecht es. Oh, ein Türke war das bestimmt, ein Immigrant. Guck mal hier, wie es in Deutschland, wir können sich mal auf die Straße trauen und bla bla bla. Aber wenn ein Amoklauf gewesen ist, irgendwo in der Schule in Winnenden, da war ein Deutscher, ja, ist ein Einzelfall. Also Weiter. zu sagen, dass das Weihnachtsfest sprachlich neutralisiert wird und dass es ja tatsächlich plötzlich von einem, in der DDR hieß es übrigens Jahresendfest oder so ähnlich, dass plötzlich also Ach, in der DDR hieß es schon Jahresendfest, das siehst du. noch von irgendeinem Lichterfest die Rede ist oder eben auch St. Martin, wie Sie es genannt haben. Und wenn man das erlebt, sozusagen, dass die christliche Tradition nivelliert wird und relativiert wird, dann ist es natürlich umso schmerzlicher zu sehen, dass eine andere Religion plötzlich sehr deutlich in den Aha, also dein Problem ist die Religion. Danke. Also wenn die christliche Religion auf Seite geschoben wird, dann eine andere Religion hervorkommt, ist ja besonders schmerzlich. Also bei dir, du hast also keine rationalen Argumente, du hast einfach nur emotionale Argumente, du fühlst dich unwohl. ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Sie haben nichts an ihn verabscheut, außer dass sie an Allah, den Allmächtigen, den Lobenswerten geglaubt haben. Vor den Dankeschön. Umtritt, wie hier in den Straßen von Frankfurt am Main. Sagt Gunnar Schupelius, klare Meinung, vielen Dank fürs Gespräch. Tschüss, Gunnar. Tschüss. Noch mehr News gibt es bei unserem Nachrichtensender. Wählt So. einfach den Sendersuchlauf bei Also, uns. doch, jetzt kommt das nächste hier. Das ist Oh Mann. Oh Mann, Bruder, was sagst du dazu? Hier könnt ihr übrigens Was ich schön dazu Honig sage, kaufen. Achim? Wunderhonig, Oder schade. ich sagte eins noch zu Trend. Die widersprechen sich jedes Mal immer wieder, Bruder. Erstmal sagen die, ja, wir haben jetzt für die Muslime was gemacht. Dann wieder gegen Muslime, dann wieder für die Muslime, dann wieder gegen die Muslime. Bruder. Was für ein Salat, Alter. Subhanallah, Achim. Denken die, wir sind auf den Kopf gefallen, wir sind dumm und nehmen das einfach so hin, wie es ist? Jetzt kommt, oh, hier ist sogar, guck mal, sogar ein sechster Beitrag, den habe ich eben übersehen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Henrik M. Broder. Merkst du, wie sich gerade Deutschland zurückentwickelt? Ja. Ja. Und du mehr als 4.000 Euro frei zur Verfügung hast? Bei uns im Studio jetzt der Weltkolumnist Henrik M. Broder. Herzlich willkommen. Guten Hallo. Abend. Guten Abend, Frau Werther, Simon. Eine städtische Beleuchtung zu Ah, Werther, bewundern in Sie. Frankfurt. Geht Ihnen bei diesen Bildern das Herz auf? Ich finde es schön. Ich finde es wirklich schön. Ich habe mir das lange überlegt. Anfangs fand ich das albern, aber ich finde es wirklich schön. Es ist ja nicht nur eine Verbeugung vor dem Islam. Es ist, glaube ich, auch eine Verbeugung vor dem guten Essen. Ich meine, Ramadan in der Fressgasse zu organisieren. Ramadan ist eigentlich ein Fastentag. Man könnte sagen, es ist Intervallfasten.
Genau. Sie dürfen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen. In der Nacht können Sie schwemmen, wie Sie wollen. Ich finde das alles eigentlich ganz sympathisch. Deswegen aber da ist nicht das ganz Sonnenaufgang, aber ich sehe. Das ist ja eigentlich nein. Aber ich glaube, es ist eine PR-Maßnahme von Frankfurt. Frankfurt ist eine weitgehend gesichtslose Stadt. Da gibt es den Römer. Und noch so ein, zwei nette Sie haben da mal gelebt. Da muss ich jetzt intervenieren. Ja. Ich war da immer auf der Durchreise und nur im Café Lauma. Und die Stadt hat wirklich wenig zu bieten. Ich meine, okay, die alte Oper. Ja, die ist schön. Die Skyline. Welche Stadt hat so eine Skyline wie Frankfurt? Also welche deutsche Stadt? New York. Aber das ist aber nicht in Deutschland. Naja, und dann hat man sich was einfallen lassen. Ich finde das auch im Prinzip richtig. Es ist ja nicht nur der Muslime inzwischen 15% der Bevölkerung ausmachen. Der Anteil an Schulen zum Beispiel 15% in Städten ist weit, weit höher. Und ich gehörte ja oft oder lange zu denen, die vor einer Islamisierung der Gesellschaft gewarnt haben. Die findet jetzt statt und inzwischen finde ich es okay, weil wir haben es ja so gewollt. Wir meine ich so das christliche Abendland. Schauen Sie, ich habe mal nachgesehen, die Zahlen sind wirklich aufregend. Im Jahre 2022 haben 520 katholische Christen die Kirche und 380.000 protestantische Christen. Das sind 900 jetzt statt und inzwischen ist es okay, weil wir haben es ja so gewollt. Wir meine ich so das christliche Abendland. Schauen Sie, ich habe mal nachgesehen, die Zahlen sind wirklich aufregend. Im Jahre 2022 haben 520 katholische Christen die Kirche verlassen. Also 520.000 katholische Christen, will er sagen, haben im Jahr 2022 die katholische Kirche verlassen. Okay, sehr gut. Und 380.000 protestantische Christen. Und 380.000 protestantische Christen haben die Kirche verlassen. Alhamdulillah. 1.000 Menschen haben die Kirche verlassen, die Kirchen verlassen. Meinen Sie, die sollten zum Islam jetzt übertreten? Nein, nicht unbedingt, aber es entsteht einfach ein Vakuum. In der Natur gibt es keine Leerstelle. Etwas leer, das leer gelassen wird, wächst zu. In der Spiritualität auch nicht. Und wer seinen eigenen Glauben dermaßen unpflegt, wissen Sie, dermaßen vernachlässigt, da strömt was anderes nach. Und der Islam ist nun mal eine sehr vitale Bewegung. Ja. Und ja, das kann man den Muslimen nicht zum Vorwurf machen. Muslimische Verbände, die begrüßen jetzt die ja begrüßen auch diese Ramadan-Beleuchtung, ja, obwohl es die so ja eigentlich, so wie sie es da in der Fresskasse ist, wohl in muslimischen Ländern gar nicht genau gibt. Aber genau. Genau, so wie der, gut erwähnt, so wie das, gibt es eigentlich nicht in muslimischen Ländern. Und der Prophet hatte auch keine Ramadan-Beleuchtung gemacht. Nur mal so nebenbei, ne, damit man das mal, ne, richtig einordnet hier. Ne? So, weiter. Frankfurt ist eine Multikulti-Stadt, von daher passt das dann eben, seine Wertschätzung der Religionen. Dankeschön. Aber ist es wirklich so eine Wertschätzung der Religionen? Like den Beitrag, teilt den Beitrag, damit wir viel erreichen. Das Aushängeschild in der Innenstadt, buddhistische Lebensweisheiten das über der Fressgasse oder wird dann an den Geburtstag von Buddha, Moment, was kommt denn dann als nächstes Aushängeschild in der Innenstadt, buddhistische Lebensweisheiten das über der Fressgasse super, oder ja, das finde ich super buddhistisch. Buddha oder den Dalai Lama erinnert? Ja, man könnte es machen, man könnte das ganze Jahr damit beschäftigen, sich von Religion zu verneigen. Am Brandenburger Tor steht zur Hanukkah-Zeit, das ist das jüdische Weihnachtsfest, ein Hanukkia-Leuchter. Ich weiß nicht, ob es nötig ist, aber mich stört es nicht. Aber ja, also, ja gut, gut, dass er sehr wild, ja, vom Brandenburger Tor. War ein Wahrzeichen von Deutschland, ist doch besser als die Fressgasse. Und jetzt, und wie viele Juden gibt es in Deutschland, da hängen Hanukkah-Zeichen. Nicht Hanuta, sondern Hanukkah. Und jetzt? So. Weiter schön. Ja. Ja, man muss zusehen, dass Religion wieder einen Stellenwert in der Gesellschaft bekommt. Ich meine, ja, das vollkommen stimmt. Ernst. Also Religion muss wieder einen Stellenwert haben. Deswegen nur denjenigen anbeten, den Jesus angebetet hat und nicht Jesus selber anbeten. Das ist der gesunde Menschenverstand. Und dann, inshallah, sagt man einfach, ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Vollkommen säkularer Mensch. Aber deswegen, ist da Beleuchtung der richtige Weg? Irgendwo muss man ja anfangen. Und ich meine, es ist natürlich ein Gag, eine Touristenattraktion, aber es geht ja nicht nur um Beleuchtung. Es gibt ernsthafte Debatten in Deutschland darüber. Besser Stein küssen als ein Foltergerät küssen. Also ein Kreuz küssen. Kreuz ist ein Foltermittel. Ist man denn
das ist doch irgendwas Perverses, oder? Wenn man ein Foltergerät küsst, oder? Weil ihr sagt gerade, einer Steinküsten. Ja. Besser Steinküsten, als zu glauben, dass Gott ein Vollidiot gewesen ist. Ist doch schon mal, so. Tschüss, arrivederci, Leute, bei mir seid ihr an der falschen Adresse. Glaubt es nicht. Man die Scharia kompatibel machen könnte mit dem bürgerlichen Gesetzbuch. Ja, aber nur in strengen religiösen Kreisen. Nein, nicht nur, Kreisen, nicht nur auch unter deutschen Juristen. Wirklich, es gibt, ich war überrascht, wie viele Aufsätze zu diesem Thema schon geschrieben wurden. Und eben nicht nur von Angehörigen der muslimischen Religion. Es gibt Halal-Kredite. Im Islam dürfen sie ja keine Zinsen nehmen. Das wird umgangen. Es gibt Halal-Reisen. Also dieser Sektor der Gesellschaft wird immer größer. Alhamdulillah. Wenn ich mir stelle, begehen wir nicht kulturelle Aneignung, indem wir uns der Massen an den Islam heranschmeißen. Deswegen dürfen wir es auch nicht tun. Ich weiß, ob wir es nicht tun dürfen, aber ich finde, wir können es ruhig versuchen. Und wissen Sie, es ist eine so wahnsinnig schöne Vorstellung. Im Islam schreiben wir gerade das Jahr 1443. Und die Idee, dass wir das übernehmen, dass wir unsere eigene Zeitrechnung um 500 Jahre zurückdrehen, ich finde das großartig. Aber dann wäre es garantiert verboten. Im Mittelalter wäre das verboten. Das kann schon sein, aber stellen Sie sich vor, Gutenberg kommt wieder. Hat er gerade gut gesagt, im Mittelalter wäre das verboten gewesen. Im Mittelalter war Deutschland noch christlich gewesen. Da gäbe es keine Ramadan-Beschriftung, genau, Beleuchtung. Luther verbreitet wieder seine Thesen und alles nur, weil wir Schritt halten wollen mit dem Islam. Das würde diese Wohlstandsverwahrlose Gesellschaft schon vitalisieren. Aber auf keine schöne Art und Weise. Nein. Das haben Sie gesagt. Herr Bruder, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Bruder, für das Gespräch. Das hat mir gut gefallen, was Sie haben wieder neue Impulse geliefert, die mir gut gefallen haben. Neue Informationen. Circa 800.000 Christen verlassen in Deutschland, haben in Deutschland im Jahre 2022 die Kirche verlassen. Ja. Alhamdulillah. Möge Allah die alle recht leiten. Amen. Zum Islam. Jetzt gucke ich mal hier weiter, was es noch gibt hier, was noch so gelabert wird. Vielleicht kommt die eine hier nochmal hier, diese. Aha, pass auf, Moment. Jetzt kommt ein netter Zeitgenosse hier. Da bin ich mal gespannt, was er zu sagen hat. Der hat eigentlich immer, er ist ein sehr intelligenter Mensch, finde ich. Auf jeden Fall. Aha. Christian Wulff, der ehemalige Bundespräsident. Bei mir im Studio ist nun Christian Wulff, Bundespräsident AD und auch Stiftungsrat der Deutschlandstiftung Integration. Herr Wulff, schön, dass Sie bei uns sind. Schönen guten Tag, Frau Droste. Wenn wir an Ihre Amtszeit zurückdenken, dann ist der Satz, der wohl am meisten und den meisten sicherlich auch noch im Gedächtnis ist, war: der Islam gehört auch zu Deutschland. Nun ist das Ganze einige Jahre her, 2010 haben Sie diesen Satz gesagt. Und nun sehen wir beispielsweise auch in Frankfurt, dass also auf der Straße dort Ramadan-Belichtung aufgehängt wird, auch mit Steuergeldern bezahlt wird. Mit Steuergeldern bezahlt wird, das muss immer betont werden. Immer betont werden. Wie viele Sachen mit Steuergeldern bezahlt werden, was Christentum und so weiter angeht, interessiert kein. Die Steuergelder werden für jede Straße, die unnötigerweise gebaut wird, werden Steuergelder ausgegeben. Aber hier, das muss immer wieder betont werden, damit die Leute auch so schön, alles wegen den Muslimen. Wegen den Muslimen geht es uns so schlecht. 50.000 Euro, warum hat die nicht meine Oma bekommen? Meine Oma hat Deutschland aufgebaut und die kriegt keine 50.000 Euro hier. So, guck mal, er hat jetzt erwähnt, ja, Sie haben ja in der Zeit gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Jetzt will sie gerne hören, Sie bereuen das bestimmt. Sie, ne, gedacht, dass so etwas vielleicht auch dann mal die Folge dieses Satzes sein könnte? Ich denke schon. Ich hätte nur nie gedacht, dass es darüber solche bundesweiten großen Debatten gibt. Man soll doch die Kirche im Dorf lassen. Also wenn Städte bestimmte Signale geben an ihre christlichen, an ihre jüdischen Gemeinden, an ihre muslimischen Gemeinden, dann sollte man das vor Ort auch entscheiden und durchtragen. Das ist auch ein Zeichen von Toleranz. Und es gibt viele Muslime in der Frankfurter Region, die haben jetzt den Ramadan. Und wenn man zeigt, das nehmen wir wahr, das nehmen wir zur Kenntnis, ist es für mich eine Frage der Toleranz und völlig okay.
Bei mir in der Heimatstadt Osnabrück haben sich Juden und Christen und Muslime umarmt nach dem 7. Oktober und gesagt, wir wollen Freunde bleiben, trotz des Konflikts in Israel und im Gazastreifen. Und es gibt in Hannover gemeinsame Demonstrationen von Palästinensern und Juden. Und dieses gemeinsam aufeinander zugehen, als sich abgrenzen, das ist ein ganz wichtiges Signal in einer Zeit, wo der Kapitän unserer Fußballnationalmannschaft Moslem ist, wo 5000 muslimische Soldatinnen und Soldaten... Moment, hier muss ich was sagen, wo der Kapitän der Nationalmannschaft Moslem ist. Hier muss ich etwas zu sagen. Hierzu muss ich sagen, dass dazu die AfD-Leute sagen würden, ja, deswegen hat Deutschland noch keinen Erfolg mehr. Weil die Muslime in der deutschen Nationalmannschaft spielen. Deswegen. Wenn das eine richtig reine deutsche Mannschaft wäre und alle die Nationalhymne inbrünstig mitsingen würden, Einigkeit und diese Art, dann wären sie auch 2018 und 2022 Weltmeister geworden. Aber ja, mit Gündogan und so. Und Özil. Ah ne, Quatsch, Özil war ja dabei, als sie 2014 Weltmeister geworden sind. Ja, okay, das war jetzt Zufall gewesen, dass der Özil dabei war. Der hat ja auch nur durch Zufall bei Real Madrid gespielt und so, bei Arsenal und sowas. Ne? Das war auch eine tolerante Geste, dass die Türken da mitspielen lassen haben. Der Bundeswehrdienst tun ihr Leben riskieren für unser Land und für unsere Arbeit. Mit der Leistung kann das ja nichts zu tun gehabt haben. Etwas schon mal, er ist ja in Deutschland ausgebildet worden. Ne? Ja. Da ist das ein Ausweis auch von Realität, dass es bei uns Muslime gibt und dass es auch Moscheegemeinden gibt und dass es auch ein muslimisches Leben gibt. Also ich würde sagen, mal ein bisschen sich den wirklichen Themen zuwenden, den wirklich wichtigen Themen zuwenden. Den wirklich wichtigen Themen zuwenden. Ich sage ja, der Typ hat Brain, das ist ein Brain. Das heißt, man möchte hier wieder von irgendwas ablenken. Aha. Debatte aus einer Kommune bundesweit auszurollen. Das heißt, wenn ich das mal jetzt auch so weiter denke und mit aufnehme, das heißt, diesen Satz, den ja viele Menschen damals kritisiert haben, den auch ihr Nachfolger... Haben ja viele kritisiert und da vieles kritisiert, da müssen die ja recht gehabt haben. Was will sie jetzt damit sagen? Gar nicht nochmal verwenden wollte, den würden Sie so heute, 14 Jahre später, trotzdem nochmal verwenden? Den wiederhole ich immer wieder, weil es für mich ein Ausweis der Realitäten in Deutschland ist. Wir haben Millionen deutsche Muslime, muslimische Deutsche. Und das ist ja auch nur ein Merkmal, ein Kriterium, Religion. Wir werden ja auch nicht als Christen oder Juden jetzt überall definiert, sondern wir sind ja vielfältige Individuen. Aber der Islam gehört inzwischen zu Deutschland, so habe ich es gesagt, so sage ich es. Und deswegen müssen wir die sich daraus ergebenden Themen auch bewältigen, dass wir islamischen Religionsunterricht an den Schulen in deutscher Sprache auf dem Boden unseres Grundgesetzes haben, dass wir inzwischen in Deutschland Imame ausbilden. Wir glauben auch nicht, dass der Stein uns das bringt, wenn wir den küssen, sondern wir glauben, dass der Gehorsam gegenüber Allah uns etwas bringt. Schlaue Fuchse. Oh Mann, ey. Ich weiß gar nicht, was die hier zu suchen haben. Aber jetzt bin ich ja so, ich blockiere die direkt, weil ich habe im Ramadan keinen Bock auf diese Plage. Für die Moscheegemeinden, damit sie nicht aus dem Ausland entsandt werden und das Ausland Einfluss auf die Muslime hier ausdehnt, das wollen wir nicht. Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir das Thema hier aufgreifen und hier angehen. Aber hier muss ich sagen, leider die Imam-Ausbildung in Deutschland ist eine absolute Katastrophe. Und das ist nur das Ziel, die Muslime so zu erziehen, dass sie die Religion nicht mehr ernst nehmen und auch aus dem Islam austreten. Nur mal so nebenbei. Und nicht so fremdenfeindlich, intolerant agieren, als hätten wir das Grundgesetz nicht verstanden. In unserem Grundgesetz heißt es, jeder kann glauben, er muss aber nicht glauben. Und jeder kann glauben, was er will. Und er kann den Glauben in unserem Land ausüben. Das ist Grundgesetz. Das feiert 75 Jahre Geburtstag dieses Jahr. Und das sollten alle mal in sich aufnehmen. Aber wir haben ja, Herr Wulff, massive Debatten noch, auch rund um den politischen Islam hier in Deutschland. Wir haben einen Erdogan-Ableger, der sich jetzt hier auch als... Was hat das mit der Ramadan-Beleuchtung zu tun? Guck mal, was hat Erdogan damit zu tun? Hat Erdogan die Ramadan-Beleuchtung aufgehängt? Was hat das damit zu tun?
Und ja, wir haben ja auch einen Muslim und wir haben ja Großfamilie und Familienclans und wir haben dieses und jenes. Was hat es mit der Ramadan-Beleuchtung zu tun? Die mischen das alles zusammen, boah. Boah. Wir haben durch die DTIP eben diesen massiven Einfluss immer noch. Unternehmen wir da nicht viel zu wenig Anstrengungen, um da auch dem Thema nochmal Herr zu werden, um auch vor allem für die Integration mehr zu tun? Ja, wir unternehmen viel zu wenig Anstrengungen, diese Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte auch wirklich in allen Bereichen der Gesellschaft zu integrieren. Warum haben die demokratischen Parteien in Deutschland zur Wahl zum Europäischen Parlament so wenige Kandidatinnen und Kandidaten mit einem türkischstämmigen Hintergrund? Ist doch klar. Frag da meinen AfD-Wähler, weil die ja nichts wissen. Alles Hauptschüler. Die können nur Gemüse verkaufen, würde der sagen. Das sind die Ressentiments, die verbreitet werden über Internetseiten vor allen Dingen. Noch mehr über das Internet als über die Medien. Das ist eine Frage, die ich mir nicht beantworten kann, weil es überall in der Kultur, ich habe sie dir ja gerade beantwortet, in der Wirtschaft, im Sport gibt es Menschen unterschiedlicher Herkunft, die für unser Land wichtig sind. Wenn die morgen die Arbeit niederlegen, bricht alles zusammen. Transport, Logistik, Pflege, Gesundheitsbereich, Ärzte. Wir sind auf Einwanderer angewiesen, zwingend angewiesen. Ja, Junge. Und das deutsche Handwerk inseriert diese Woche. Ja. Wir sind regional engagiert, aber auf Mitarbeiter aus der ganzen Welt angewiesen. Ja. Das weiß man in der deutschen Wirtschaft. Und dann sollten wir auch weltoffen sein und uns fragen, warum wir bei ausländischen Arbeitskräften in Deutschland so unbeliebt geworden sind. Warum es so umstritten geworden ist, in Deutschland sich wohlzufühlen. Weil das Klima in unserem Land nicht wirklich weltoffen geblieben ist, sondern immer mehr in Feindseligkeit, in Hass, in Misstrauen abgleitet. Auch gerade in sozialen Netzwerken. Genau, 100%. Gerade in sozialen Netzwerken. Ja, ihr Geschäft betreiben. Und das ist das, was ihr hier immer seht, hier auf TikTok, seht ihr jedes Mal, wenn irgendwo ein Araber an den Baum gepinkelt hat, ja, dann machen die das hier, schau mal hier, wie die sich hier benehmen. So. Und deswegen jetzt, immer wenn es irgendeine kriminelle Tat gibt, mache ich das, schreibe ich, wenn, also nicht immer natürlich, weil da wäre ich ja nur damit beschäftigt, schreibe ich dann, schon wieder ein Einzelfall. Warum wird die Religion der Täter nicht genannt? Macht mit dabei. Mach mit, lass uns diesen Spieß umdrehen. Die Menschen auseinander. Ina Mohammed sagt, wir bezahlen auch Weihnachtsbelichtung. Keine Frage. Unsere Steuern. Zu bringen, statt sie zusammenzuführen. Das heißt, auch etwa solche Debatten rund um Ramadan-Beleuchtung zählt für Sie genau auf diese Karte ein? Ja, das sind Kulturidentitätsthemen, wo einige Leute eigentlich auch generell gegen Religionen sind. Es hat ja auch mit der Säkularisierung zu tun, dass das Christentum kämpft, dass die Kirchenaustrittszahlen zunehmen. Und ich bin ein Mensch, der wusste als Ministerpräsident, ein Land ist leichter zu regieren, wenn ich viele Christen habe, die sich engagieren aus christlicher Nächstenliebe. Wenn ich Juden habe, wenn ich auch Muslime habe, die sich für ihr Leben verantworten wollen, als wenn ich die Religion aus dem öffentlichen Raum verbanne. Und ich möchte, dass in Kindergärten, in Schulen christliche Weihnachtslieder gesungen werden. Dann kann man aber auch mal... Eine Sache hierzu, christliche Weihnachtslieder. Wir Muslime, ja, was der Christ macht, wir haben keinen Einfluss darauf. Nur wir wollen nicht dazu gezwungen werden, etwas zu singen, wozu wir keine Lust haben, es zu singen. Was ihr singt oder macht oder was ihr euch für einen Weihnachtsbaum ins Wohnzimmer stellt, das ist euer Problem. Da sage ich, lekum dinukum waliyadin, euch eure Religion und unsere Religion. Ein muslimisches Lied singen, wenn man Weihnachten ausgiebig feiert, kann man auch nee, mal... Die Christen müssen kein muslimisches Lied singen, wie er sagt. Nein, keiner sagt das. Wir sagen, ja, wir wollen einen überzeugen, aber er muss nicht aus Toleranz uns gegenüber ein Lied singen. Er muss nicht aus Toleranz uns gegenüber uns gratulieren. Ich erwarte das von niemandem, der das nicht feiert. Wenn er es macht, alles klar, kein Problem. Schön, nett, alles klar. Aber muss er nicht. Er muss nur mir das Recht gewähren, meine Religion frei zu praktizieren. Verständnis für den Ramadan haben. Aber wenn ich sozusagen so religionenfeindlich bin wie manche, dann muss ich mich auch nicht wundern, dass das Christentum zurückgedrängt wird. Nein, Weihnachten, das wollen wir überall feiern. Aber dann kann man auch zulassen, dass auch derer gedacht wird, die jetzt den Ramadan feiern.
Integration ist weiter eins auch Ihrer Herzensthemen. Ich habe das angesprochen, Sie sind im Stiftungsrat der Deutschlandstiftung Integration. Auch heute Abend wird da ein Preis verliehen, wo es genau um diese Bemühungen geht. Aber ich meine, gerade das Thema Integration ist ja ein viel schwierigeres geworden durch diese hohen Flüchtlingszahlen, durch illegale Migration, die wir nach Deutschland haben, durch Kommunen. Was hat das mit der Ramadan-Beleuchtung zu tun? Guck mal, wie sie versucht, die verschiedensten Themen mit einem friedlichen Fest oder einem friedlichen Monat, mit einer friedlichen Religion in Verbindung zu bringen. Wir reden vom Praktizieren des Ramadans, liebe Geschwister. Und was fängt sie wieder an? Das ist diese Gehirnwäsche, wie hier praktiziert wird. Städte, die sagen, wir wissen nicht mehr, wohin mit den Leuten. Und ich meine, wir haben teilweise Grundschulen, wo mehr Schülerinnen und Schüler eingeschult werden mit Eltern, die nicht Deutsch sprechen. Ja. Dann ja erst recht Ramadan-Beleuchtung. Das ist doch totaler Blödsinn. Entsprechenden. Wie kriegen wir diese Herausforderungen hin als Gesellschaft, ohne dass das eben immer mehr auf die Spaltung einzahlt? Dazu ja, ohne dass das immer mehr auf die Spaltung, indem man solche Gesten macht. Dann ist es weniger Spaltung. Aber ihr seid ja wieder die Leute am Spalten, indem ihr aus einer freundlichen Geste der Regierung, ja, wir Steuerzahler müssen zahlen vom deutschen Steuerzahler. Und wenn das gemacht wurde, dann muss es ja auch für jede einzelne kleine Religion mit drei Anhängern gemacht werden. Vorschläge alle auf dem Tisch, die Außengrenzen Europas stärker zu kontrollieren, Asylverfahren aus Drittherkunftsländern zu organisieren, abzuschieben, wer hier nicht bleiben kann. Also da gibt es ein Handlungsdefizit der Politik, das beklage ich auch. Aber ich beklage natürlich genauso, dass wir unter Gesichtspunkt von Integration über Clankriminalität, über Terror, über Überforderung, über Sozialmissbrauch diskutieren, aber nicht sehen, was für ein Potenzial junger Menschen wir dort haben. Heute Abend kommen 400 Stipendiaten hier in Berlin zusammen. Die Eltern unserer Stipendiaten kommen aus 105 Ländern der Erde. Und das sind Spitzenkräfte für Deutschland, um die wir kämpfen müssen, dass diese klugen Köpfe in Deutschland bleiben, selbst wenn sie im Ausland studieren, weil die werden ein Stück Zukunft unseres Landes sein. Und die finden es also grässlich, dass immer, wenn es um diese Menschen geht und um ihre Rassismuserfahrungen, Diskriminierungserfahrungen bei der Wohnungssuche, bei der Arbeitsplatzsuche, bei ihren Problemen hier in der Digitalisierung, Internet. Guck mal, wie schnell die diesen Politiker, der wirklich was im Kopf hat, wie schnell die den abgesägt haben. Wohnungsfrage, dass dann immer gleich wieder über das andere Thema gesprochen wird. Ich glaube, wir müssen einfach mal fair sein und erkennen, dass bei unserem Hausarzt die Sprechstundenhilfe Migrationshintergrund hat, der Logistiker, der das Paket bringt, der Forscher, der uns den Impfstoff gebracht hat, Migrationshintergrund hat. Jeder Fünfte beim Deutschen Fußballbund hat Migrationshintergrund. Wir könnten bei der Europameisterschaft nicht mitspielen ohne Musiala, ohne Gnabry, ohne Sané. Also nur sich zu verlassen auf die, die schon hunderte von Jahren in Deutschland sind, dann würden wir im Grunde genommen mit Liechtenstein im Fußball konkurrieren. Das ist die Realität. Müssen wir auf die AfD kommen. Massiv erstarkt in den letzten Jahren, insbesondere eben auch wegen des Themas Migration, wegen der Zuwanderung. Nun haben wir vor der Brust drei Landtagswahlen. Ja, wegen eurem dummen Gelaber. Das ist doch hier gerade eine AfD-Propaganda. Die machen doch gerade AfD-Propaganda. Und indem sie dann gegen die AfD reden, ne, das ist doch gerade AfD-Propaganda. Merkt ihr das nicht? Ja, hier, guck mal da, die Muslime und für der Steuerzahler 5.000 Euro, bla 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 bla. Und ja, aber wir haben ja Integrationsprobleme und es will Flüchtlingsströme und im Kindergarten leben mehr Muslime als die so. Und dann kommt sie mit, ja, aber wie können wir denn die AfD, wie können wir was dagegen tun? Ja, indem ihr das Maul haltet. Ganz einfach. Jetzt redet ihr gegen AfD und dann fördern die AfD noch mehr. Indem die AfD dann sagt, guck mal, die sind gegen uns. Haha, guck mal, warum die reden gegen uns. Bundesländern in diesem Jahr, wenn Sie darauf schauen, und beim Thema Integration sagen Sie, alle Lösungen auch bei der Migration liegen auf dem Tisch. Wie sieht es denn bei der AfD aus? Haben Sie das Gefühl, die Altparteien haben da schon den Schlüssel gefunden, wie man mit diesen Rechtsextremisten dann auch umgeht? Als ehemaliger Bundespräsident hat man die Zeit und die Pflicht, sich die AfD genauer anzuschauen. Das habe ich die letzten Jahre getan. Und danach kann man sagen, die haben nicht eine einzige Lösung, die für unser Land gut wäre. Nee, die haben keine einzige Lösung. Aber in der Opposition kann man gut labern. Weil es ist ja nicht, ich merke, dass er selber nicht da war. Jeder kann was schlecht reden, wie bei mir zum Beispiel. Ja, der schreit.
Aber selber was bringen? Habt ihr schon mal jemals einen gehört, der so labert, dass er selber irgendwas auf die Beine gestellt hat? Nee. Ja, aber da, das und das gesagt. Von 1000 Videos finden die dann irgendwo die Nadel im Heuhaufen oder den kleinen Luftballon und sind dann am Aufblasen. Aber passiert nichts. Es ist immer leicht, was kaputt zu machen, aber es ist schwer, was aufzubauen. Guck mal, hier habe ich ein Buch, einen Kalender. Den aufzubauen ist nicht so einfach. Kaputt zu machen, jemals in einer Sekunde, ist das Ding kaputt. Genauso arbeitet der AfD. Nur immer das zeigen, was schlecht ist, aber selber keinerlei Lösungen haben und absolut nur immer nur blöd rumlabern. Sie wollen aus Europa raus. Sie wollen eine Differenzierung zwischen dem Staatsvolk und dem sogenannten Volkssouverän. Also die AfD sagt, das ist ein Unterschied. Wir berufen uns auf den Volkssouverän, das ist aber nicht das Gleiche wie das Staatsvolk. Das heißt, man selektiert wieder, man differenziert wieder. Der gehört dazu und der gehört nicht dazu. Herr Höcke hat gesagt, wir werden einige Teile verlieren, die zu schwach sind, wie die Nazis damals. Herr Höcke hat gesagt, wir machen keine halben Sachen. Und das als Deutscher vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte. Wir Deutschen machen keine halben Sachen. Da läuft es mir kalt den Rücken runter. Das sind wirkliche Rechtsextremisten, die unser Land grundlegend verändern wollen. Und die gucken nach autoritären Staaten wie der Türkei, wie Russland, wie China, die sich von der Demokratie wegbewegt haben oder gar keine je hatten, wie China und Russland. Das sind Vorbilder der AfD. Und wir müssen diese inhaltliche Auseinandersetzung führen. Und wir müssen sagen, was das für eine Rückwirkung hat auf Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland. Die fühlen sich nämlich wegen der AfD hier bedroht. Die sagen, geht das jetzt wieder los? Damals gegen die Juden, die seien keine Deutschen mehr. Jetzt gegen die Muslime oder gegen andere Menschen, Flüchtlinge, die aus Afghanistan oder Syrien hier ein neues Leben gefunden haben. Das dürfen wir nicht zulassen. Das ist eine inhaltliche Auseinandersetzung, die Deutschland, alle demokratischen Parteien mit der AfD führen. Sie bezeichnen die als Rechtsextremisten, aber reicht da dann wirklich noch die inhaltliche Auseinandersetzung? Was halten Sie denn vom Thema AfD-Verbot? Rechtsextremismus ist die Schlussfolgerung aus dem, was Sie sagen, was Sie tun, was Sie fordern, was Sie vorschlagen. Nämlich zu differenzieren unter den deutschen Staatsbürgern, wer ist Deutscher, wer ist kein Deutscher mehr. Das ist unerträglich. Das haben wir erlebt 1933. Das kann nur heißen, nie wieder solch einen Zustand in Deutschland zuzulassen. Das ist eine inhaltliche Auseinandersetzung. Deren Feindseligkeit gegen Europa. Wir Deutschen finden in der Welt nur noch über Europa statt. Europa wird eh unbedeutender in dieser Welt. Und auch über ein Verbot, über Entziehung von Bürgerrechten muss immer wieder diskutiert werden. Das haben die Väter des Grundgesetzes deshalb ins Grundgesetz reingeschrieben, dass wir gegen solche Gegner der freiheitlichen Ordnung vorgehen können. Aber es ist ein jahrelanger Prozess, der gehört in die Diskussion des Parlaments, des Bundesrates, der Bundesregierung. Ich denke, Menschen wie ich sollten sich darauf konzentrieren, sich inhaltlich, programmatisch mit der AfD auseinanderzusetzen und den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, die AfD würde unser Land ins Verderben führen. Lest, was sie schreiben, was sie sagen und nehmt Abstand, diese Partei zu wählen. Ein besorgter, aber doch hoffnungsvoller ehemaliger Bundespräsident. Christian Wulff, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, Frau Drosten. So, es gibt noch sehr viele andere Schwachsinn. Sie haben noch einige Leute da, die ihren dummen Quatsch erzählen. Ich habe jetzt eher die intelligenteren genommen. Ja, auf jeden Fall, ihr habt es gemerkt, wie diese Ramadan-Beleuchtung, die wir Muslime nicht gefordert haben, hier instrumentalisiert wird, um gegen Muslime zu agitieren. Punkt. Ganz einfach. Natürlich nicht wortwörtlich, weil dann könnten sie angezeigt werden, dann könnten sie Probleme kriegen, sondern durch die Blume. Durch die Blume. Das ist der Punkt und das ist das, was wir immer wieder erleben. Und jetzt, liebe Geschwister, habe ich keinen Bock mehr. Dankeschön. Ich wünsche euch was. Noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Betet schön und macht viel Dua, auch für mich. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen, beschützen. Und abonniert den Kanal, macht das Plus weg, damit der Kanal immer größer wird und wir immer mehr Leute mit unseren geistreichen Inhalten beglücken. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.